Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ihr Lieben, schönen guten Abend, schönen guten Morgen, alle miteinander. Willkommen bei Domian, willkommen beim Talkradio heute Nacht, offene Sendung. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Ich bin gespannt auf eure Anrufe und all eure Themen. 0130 2911, 0130 2911, Mark 22. Ich grüße dich. Ja, hallo Jürgen. Dein Thema? Ja, und zwar geht es um Trennung. Um Trennung? Jawohl. Du willst dich oder musst dich trennen? Ich habe mich getrennt, ja. Du hast dich getrennt, ja. Erzähl mal. Ja, und zwar war das eine ganz blöde Geschichte. Meine Freundin war bei ihrer Freundin, die Kontakt zu meiner Ex hatte. Und die meinte ihr da sämtlichen Müll und Geschichten zu erfinden. Und sie ist eigentlich auch dafür bekannt, da Müll zu erzählen, auf Deutsch gesagt. Also wer hat jetzt Müll erzählt? Deine Ex-Freundin? Oder ja, ja, meine Ex-Freundin. Ja. Mhm. Und die Freundin von meiner jetzigen Freundin hat das natürlich ihr erzählt. Und jetzt weiß sie natürlich nicht, wem sie glauben soll. Moment, die Freundin von deiner jetzigen Freundin hat mit deiner Ex-Freundin, ich verstehe es nicht. Ja, ist ziemlich konfus, ist das, pass auf. Das ist jetzt meine Freundin. Ja. Ihre Freundin hat Kontakt zu meiner Ex. Ja. Und die Ex hat jetzt mit ihr gesprochen und hat dann meiner jetzigen Freundin das erzählt. Von wegen hier, ich hätte mit ihr rumgemacht, ich hätte mit ihr geschlafen, ich also war bei ihr. Üble Nachrede. Ja, genau, sowas. Es stimmt wirklich nicht? Nein, gar nicht. Hier unter uns Männern, ehrlich? Ja, wir hatten zwar Kontakt so telefonisch. Ich hätte ja auch ein paar Mal gesagt, sie soll mich doch bitte in Ruhe lassen, weil die Geschichte war seit Anfang August zu Ende. Ja. Und das war dann auch nicht der Fall. Die rief auch mitten in der Nacht hier an und hat dann irgendwie mein Band vollgesprochen und ich soll sie doch bitte zurückrufen. Aber es ist definitiv nichts zwischen euch beiden gelaufen. Nee, seit August nicht. Seit August nicht. Und was denkt jetzt deine Freundin? Die denkt aber, es ist doch was gelaufen. Ja, es waren kleinere Details, die sie da wohl so besteift hat, dass sie sagt jetzt, ja, ich glaube jetzt ihr. Sie weiß jetzt gar nicht, was sie machen soll. Und ich eben auch nicht mehr, weil ich weiß nicht. Du kannst sie nicht davon überzeugen, dass es nicht stimmt? Nee, gar nicht. Du hast alles ausprobiert? Ja, klar. Habt ihr lange miteinander geredet? Ja, doch. Wann habt ihr euch getrennt? Ja, es war jetzt gestern Abend, so gegen 9 war sie dann hier. Und jetzt, vergangenen Abend? Ja, meinte dann eben, jetzt ich pack dann wohl doch mal meine Sachen. Und dann habe ich sie nur gefragt, was los wäre. Und dann meinte sie nur, das müsstest du aber am besten wissen. Ach du je, das ist ja ganz frisch jetzt noch. Ja, sicher, klar. Oh weia. Ja, und dann sagte sie halt nur, es ist wohl besser, wenn wir uns mal nicht sehen und so. Und sie war um 9 bei dir. Mhm. Wie lange habt ihr dann noch geredet? Stunde, anderthalb. Aber es hat nichts gebracht? Mhm, gar nicht. Mhm. Und es gab vorher darüber keine Gespräche? Nein, sie wusste zwar, dass ich eigentlich nur wieder mit der Ex Kontakt hatte. Mhm. Hatte ich ihr auch gesagt, die hat mich schon wieder angerufen. Mhm. Und auch hier mitten in der Nacht hat sie auch schon mitgekriegt. Dann geht öfters das Telefon, dann wird aufgelegt. Und was sind denn das für Details, auf die sich beruft? Auf die sie sich beruft, nach denen sie wohl Recht hat oder Recht zu haben meint. Ja, sie sagte zum Beispiel hier, sie hätte erzählt, es hätten Schuhe von ihr bei mir gestanden. Das hätte sie ja nur gewusst, wenn sie bei mir gewesen wäre. Mhm. Und ich weiß nicht, woher sie das weiß oder woher sie es sagt, aber... Also ganz definitiv, es ist Quatsch, es stimmt nicht. Ja, natürlich. Ja, so, und du willst jetzt die Frau wiederhaben und möchtest die Trennung rückgängig machen. Ja, auf jeden Fall, klar. Mhm. Ja, nicht locker lassen. Ja. Versuchen, ein Treffen auszumachen. Ja, wir hatten es wahrscheinlich vor, uns dann nochmal auszureden. Ja. Nur sie weiß halt nicht, wo ihr der Kopf steht, was sie jetzt glauben soll. Und ich sag mal so, die Ex ist bekannt dafür, dass sie schon öfters Klamotten erzählt, die gar nicht stimmen. Mhm. Und ich weiß da echt nicht, was sie machen soll. Du darfst auf jeden Fall nicht locker lassen. Und du musst mit allen Mitteln, was dir zur Verfügung steht, Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Und darfst die Sache jetzt bloß nicht zu früh aufgeben, ne? Auf gar keinen Fall, nee, ich will ja auch kämpfen um sie. Ja. Aber hast du Bedenken, dass sie sich darauf gar nicht einlässt? Ich weiß es nicht. Ja. Weil, wie gesagt, wir kennen uns jetzt, wir sind jetzt 2,5 Monate circa zusammen. Mhm. Und also ganz genau kann ich jetzt nicht darauf einschätzen, was sie jetzt macht und wie. Und
Vielleicht wäre es ganz gut, jetzt ist ja alles so frisch, ne? Gerade erst passiert, wenn du mal ein, zwei Tage wartest, damit sich die Sache ein bisschen legt. Sie ist ja wahrscheinlich auch sehr aufgebracht im Moment. Ja, klar, sicher. Und dass du dann ganz sachlich anrufst und sie bittest nochmal um ein Gespräch, dass ihr euch irgendwo trefft. Mhm. Und dann wirklich in aller Liebe, sachlich und klar, immer und immer wieder das darlegen, was die Wahrheit dann zu sein scheint. So würde ich es machen, anders geht's gar nicht. Ja, klar, sicher. Marc, ich drücke dir die Daumen. Danke, Junge. Tschüss. Bis dann, tschüss. Ciao. Stefan, auch 22. Hallo? Stefan, Domian, ja? Ich wollte nur sagen, du bist cool. Du bist cool drauf. Danke. Weil ich fragen wollte, es geht eigentlich um Techno und Drogen. Ja. Ja? Darf ich nur kurz was dazu sagen? Wegen Montag. Es ging um das Thema mit Kurden. Ja. Ganz kurz, also ich bin ja selber Ausländer. Also ich bin Afrikaner. Mhm. Also gebürtig komme ich aus Eritrea. Ich weiß, ob du das kennst. Ja, sicher kenne ich das. Und heißt du Stefan? Das wundert mich. Ja, ich habe das ist nicht mein richtiger Name. Ich wollte ihn nicht nennen, okay. Deswegen. Alles klar. Ja. Mhm. Wegen, ich habe selber ein paar Türken und kurdische Freunde. Mhm. Und es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm in der Türkei, dass die Kurden wirklich gequält werden, misshandelt werden. Mhm. Und ich sage auch immer, ich bin ja selber irgendwie, aber wenn ich zum Beispiel in ein anderes Land gehe, zum Beispiel, muss ich mich doch auch irgendwie in dem Land fügen, ja. Mhm. Also das heißt, ich kann auch irgendwie ein Verbrechen tun oder irgendwas ähnliches. Also ich muss mich, wenn wir ins Ausland gehen, müssen wir uns auch irgendwo fügen, ja. Also du verurteilst ja, natürlich. Die ganzen Sachen. Das heißt dann im Endeffekt dann wieder, dass die Schuld die Polizei ist dann wieder im Endeffekt. Das heißt, wenn zum Beispiel, was ich heute wieder gesehen habe, da haben sie die Kinder vor die hingestellt, vor die, also die Erwachsene, dass sie ja nicht die angreift. Das ist doch nicht normal, oder? Ja, das ist nicht normal, oder? Brutale Erpressung. Klar. Und dann heißt es gleich wieder die scheiß Polizei wieder. Dann heißt was es wieder die rechtsradikale Polizei wieder. Was denkst du, was man mit diesen Gewalttätern tun sollte? Es ist das Problem, einerseits kann man sagen, es ist das Problem, wenn du sie wieder zurückschickst, ja, dann wurden sie ja wieder gequält. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass man sie vielleicht in ein anderes Land setzt. Mhm. Aber es ist, wenn sie wieder in die waren gequält, sie waren ja am Flughafen ja erwischt, denke ich mir mal so. Mhm. Die waren dann gequält, denke ich mir mal. Ja, das ist ein ganz heikles Thema. Ein ganz heikles Thema insofern, dass es natürlich Menschenrechtsverletzungen immer und immer wieder in der Türkei gibt. Aber andererseits, lass mich mal sagen, andererseits gibt es ein vertragliches Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei, dass ausgewiesene Kurden in diesem Fall nicht menschenverletzend behandelt werden, aber menschenrechtsverletzend. Ich glaube, das ist immer, ein Staat sagt immer das, was vornherein ist und hinterher läuft ganz anders. Also ich habe wirklich einen Freund, Kurde, der sagt, ist da unter, ja, man hört ja auch immer von diesen ganzen Gefängnissen, also ganz, die ja wirklich auch Ausländer drin sind, die gequält werden, ja. Ja. Da gibt es eigentlich keine Lösung. Kann man eigentlich sagen, ja? Da gibt es keine Lösung. Es gibt keine Lösung. Also es gibt diesen Vertrag, den ich schon sehr ernst nehme. Aber sehr ernst zu nehmen sind natürlich auch die ganzen immer wieder auftretenden Berichte von Menschenrechtsorganisationen, was in der Türkei passiert. Ja, was mich auch wundert, ist dieser kurdische Anführer da. Ja? Mhm. Das ist wirklich rechtsradikal. Also was der macht, das ist radikal, oder? Also da kommt mir vor, wie der Ding in Iran. Das ist doch verrückt, oder? Wenn er sagt, wenn zum Beispiel er sagt, geh mit irgendwo hin und leg eine Bombe im Bus oder so. Das ist eine stalinistische. Die Leute hochzüchten, ja? Das ist eine stalinistische Kaderpartei. Ohne Ende. Also in meinen Augen ist das wirklich nicht normal, oder? Ja. Und die Leute, ich weiß gar nicht, dadurch, das ist wie eine Religion. Die Leute, ich weiß es nicht, dass sie sich keine eigene Meinung bilden können, ja? Es wundert mich auch komischerweise. Stefan, aber du wolltest ja, eigentlich klar. Ein ganz anderes Thema. Ja, ich wollte eigentlich mit über Techno und Droge, also mit der Szene da, ja. Mhm. Ich bin schon 3 Jahre in der Szene, 3,5 Jahre, ja. Mhm. Ich bin auch immer überall Techno-Partys, also ich bin eigentlich recht geil, kann man sagen, ja. Mhm. Also ich bin überall. Und was mich halt immer stört, ist immer die Abzockerei, ja. Was heißt Abzockerei? Ja, es ist zum Beispiel jetzt die ganzen, zum Beispiel mit Frontpage zum Beispiel, ja. Mit was? Mit Frontpage zum Beispiel, die Zeitung, die Techno-Zeitschrift, ja. 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 Die organisiert ja die ganzen Partys, ja. Die ganzen Rave-Partys, weil die meisten sitzen Mayday, wo eins live dabei ist, oder Love-Boy, ja. Ja. Und, oder die ganzen, in München die ganzen Partys, ja. Ja. Und das Problem ist einfach, dass sie die dann jedes Mal, wenn jedes Jahr neue Partys, jedes Mal wird es immer teurer, ja. Das ist ein Kreislauf immer, ja. Die Preise hochzüchteln ohne Ende, ja. Du findest im Klartext, dass ja, man, dass ja. man,
Dass man da zu viel hinblättern muss. Ja, mhm. Die Jugendlichen, die zahlen viel zu viel. Die räumen die Leute aus, ohne Ende. Mhm. Ja, aber kein Jugendlicher wird dazu gezwungen, ne? Ja, klar, aber was willst du machen? Ja, aber was will ein Jugendlicher denn machen? Heutzutage, es wird ja angekündigt, ich finde es ja super, dass eine Kultur, man nennt das eine Subkultur, ja? Mhm. Techno ist eine Subkultur. Was wollen die Jugendlichen machen, ja? Und die wollen auf ihren Die können, wenn es ihnen zu teuer ist, einfach nicht mehr dahin gehen, ganz einfach. Ja, wo willst du sonst hin am Wochenende, ja? Und die Leute sagen sich, ja, wenn ich auf der Technoparty, da gibt es auch Drogen, ja? Die wollen die kommen, so geht es mir zum Beispiel, andere Leute auch, ich filme mich halt da unter anderen Leute, ja, und ich komme raus aus meinem ganzen Stress raus und ich fühle mich da wohl, ja. Und das Problem ist auch von vielen, was ich mir auch ankürze, die sind ja automatisch, viele Leute sagen, ja, wir gehen ja nur noch wegen der Droge und so, interessiert mich gar nicht, die Rave-Party. Also, aber im Klartext, dich ärgert es am meisten, dass man da so viel Geld hinblättern muss und dass die Lust am Techno so ausgenutzt wird, kommerziell ausgenutzt wird. Ja, natürlich. Stefan, danke für deinen Anruf. Okay, danke. Tschüss. Ulrike, 37. Ja, hallo. Ulrike, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Dein Thema. Ja, es ist Folgendes. Ich hatte heute einen sehr schönen Abend mit einem netten jungen Mann, den ich schon lange kenne. Mhm. Und da ist mir also jetzt innerhalb von einer Woche zum zweiten Mal passiert, dass mir jemand also seine Beziehungsgeschichten bzw. seine Probleme und seine Vorstellungen über Beziehungen erzählt, statt mit mir eine Beziehung anzufangen. Und also bist du die Kummerkastentante da und du willst es gar nicht sein? Ja, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe jetzt nochmal so darüber nachgedacht und ich habe auch überlegt, ob sich vielleicht die Jungs gar nicht so richtig trauen, vielleicht irgendwie anders vorzugehen oder anders. Ich weiß nicht, wie es kommt. Ich weiß nicht, was die Jungs so sind und das kannst du natürlich nicht so sagen. Das sind jetzt langjährige Freunde, sind mal so scherzhaft. Die jetzt auf einmal auf dieses Thema kommen, obwohl wir uns auch über alles mögliche andere unterhalten. Ja. Und ich frage mich, was dahinter steckt. Das frage ich mich auch. Woher soll ich das wissen? Ja. Vielleicht ist es Zufall. Mhm. A, vielleicht ziehst du es auch an. Ja, aber ja. Es gibt ja Leute, die haben so eine Aura, dass man direkt sein Herz ausschütten muss. Naja. Vielleicht, ich weiß es ja nicht. Ne? Mhm. Es kann auch ein ganz profaner Zufall sein, dass die Jungs nicht an dir interessiert sind als Geliebte, sondern als gute Freundin. Ne? Ja, das könnte natürlich durchaus sein. Natürlich wer fängt denn solche Gespräche an, du oder die? Das ging jetzt also gerade beim ersten Mal doch sehr stark von ihm aus. Mhm. Aber du hast da mitgemacht, ne? Ja klar, weil ich ja auch eine Beziehung wollte. Also es war ein guter, also hätte ja ein guter Einstieg sein können. Ja. Aber es hat sich also im Laufe des Gesprächs nicht dementsprechend entwickelt. Ist das denn eine Sache, die du oft bei dir bemerkst, oder sind das jetzt mal zwei Einzelfälle, sage ich mal? Es sind ja zwei Einzelfälle. Ich meine, es gibt nicht so viele langjährige Freunde, mit denen ich also auch gerne eine Liebesbeziehung anfangen würde. Ja. Da würde ich mal guter Dinge sein und harren, was da noch so kommt. Ja. Und das vielleicht mal nicht so ernst nehmen. Nein, man muss das natürlich locker sehen. Ja, klar. Ne? Man ist ja auch ein Vertrauensbeweis im Grunde genommen. Ja, aber wenn man was anderes will, ist es frustrierend. Ja, ne? Ulrike, auf dass der nächste Mann richtig was von dir will und knallhart an dich rangeht. Ja, und danke. Na, das wär's. Ja. Tschüss. Tschüss. Roland, 53 Jahre. Ja. Hallo Domian. Roland. Ja. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich warte da mit einer Variante auf, einer sexuellen Variante, die ich mal vor ein, zwei Jahrzehnten betrieben habe. Und zwar Autofellatio. Autofellatio. Zu Deutsch, sich selber einblasen. Ach, wie spannend. Tja. Das kannst du? Ja, jetzt nicht mehr so. Dazu gehört nämlich einige Gelenkigkeit. Und ein großer Schwanz. Nein, das ist nicht nötig, wenn man genug trainiert hat. Zunächst will ich erstmal erzählen, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ja, ja gerne. Das habe ich irgendwo mal in einem Magazin habe ich da mal von jemanden gelesen, der da also in Kanada in einer Blockhütte da einsam lebte und dann plötzlich auf diese Idee da kam, nicht? Mhm. Und der hat dann gesagt, so etwa geschrieben, es wäre also die herrlichste Sache der Welt, die er da
mit sich selber getrieben hat. Und er bedauerte richtig, dass er nachher heiraten musste. So. Ne? Ja, sich selbst einblasen ist wahrscheinlich das Optimalste, ne? Ja, nur er hat auch schon geschrieben, er musste also ganz schön trainieren. Das ist also anatomisch, muss man schon was dazu tun, ne? Ja. Also der hat dich auf die Idee gebracht. Ja. Und dann hast du angefangen zu trainieren. Ja, zu trainieren. Wie lange hast du... Also ich bin, lustigerweise habe ich angefangen, bin in den Wald reingegangen, ja. Nicht? Auch mal zu Hause und so. Ich weiß noch, war Sommermonate, ne. Ja. Das ist nämlich, man schlägt die Beine über den Kopf, nicht? Ja. Und dann ist aber die Sache noch nicht gegessen, ne. Der Penis, auch mit erigierten Penis, da kommt man noch nicht ran, ne. Nee. Also es knackt dann so ein bisschen in den Wirbel, nicht? Ja. Und dann immer mehr und mehr und eines Tages ist es dann soweit, ne? Aber auf einer großen Fläche hast du es gemacht, nicht an einer Wand, dass du dich so an die Wand presst. Und das, so habe ich es auch probiert, ja. An der Wand auch, das habe ich auch probiert. Also man muss die Bauchdecke einziehen, nicht? Ja. Also, wie lange hast du trainiert, bis du es dann konntest? Oh Gott, ich weiß es nicht. Es waren also so... einige Tage lang, ne? Und dann hat's geklappt. Dann war es dann soweit, dann hatte man das Ding im Mund, ne? Also ziemlich tief rein ging's auch. Ja, habe ich auch ziemlich tief reingekriegt und hinterher konnte ich es auch so machen, weil der Körper so durchgebogen war, dass ich das auch im Sitzen, also die Beine, die Arme um die Beine schlank und nicht. Finde ich Schweine gut und Schweine interessant. Und ich habe es einige Mal schon ausprobiert, ich krieg's nicht hin, weil ich das auch eine geniale Möglichkeit der Selbstbefriedigung sehe. Ja. Das ist ganz toll. Es ist wahrscheinlich auch ganz toll, ne? Kannst du das bestätigen? Das wollte ich jetzt mal sagen, das Einzigartige daran, ne? Mhm. Man kann also alles betasten oder wie soll ich sagen, jetzt mit der Zunge so dran langwandern und so weiter und man erfasst, also man merkt die Druckpunkte, ne? Mhm. Denn der Penis ist ja nicht überall gleichmäßig mit Gefühlen, ne? Also beladen. Und je nachdem kann man da sich stimulieren und vor allen Dingen, man kann auch abbrechen, ne? Ja. Und dann wieder fortsetzen und so weiter und so fort, ne? Ist es so, wenn du das vergleichst zwischen jetzt, wenn du es selbst machst und wenn du mit einer Frau zusammen bist, war es besser oder ist es besser mit dir selbst? Ich will mal sagen, es ist da so ein einzigartiges Erlebnis, was man mit jemand anderem nicht haben kann in der Hinsicht, dass man zum Beispiel den Orgasmus da so erlebt, man fühlt den zuckenden Penis, ne? Mhm. Und das erlebt man ja sonst nur indirekt, ne? Bei also, der Frau, ne? Du hast dann auch den Orgasmus im Mund erlebt. Ja, ja. Genau so. Und dazu muss ich noch das sagen, was das Samenschlucken da betrifft, ne? Weil da ja auch so Vorurteile sind. Da habe ich auch zufällig ein Buch drüber gelesen, dass das ja im Grunde genommen eine harmlose Geschichte ist, weil der Samen ja aus Eiweiß besteht, ne? Und ist sogar recht gesund. Also kann man den ruhig runterschlucken und das habe ich auch gemacht, ne? Und er schmeckt ja auch. Ja, und das eigenartigerweise, ich lese gerne solche Sexrubriken und da stand mal drin, dass Frauen, die auch mal so Samen geschluckt haben, dass die also gesagt haben, dass der ganz verschieden schmeckt, je nachdem, was der Mann gegessen hat. Das ist so. Oder wie viel Sex man hat, dann liegt das zum Beispiel auch. Und da hat eine Frau eben geschrieben, am besten hat der Samen ihr mal geschmeckt, als ein Mann also Vanille gegessen hatte. Das würde angeblich am besten schmecken. Deshalb hat Magnum von Langnese so einen großen Erfolg. Jetzt verstehe ich das. Ja, aber meine letzte wichtigste Frage, die ist, ob es Frauen gibt, die sowas auch können. Denn die haben es ja bedeutend schwieriger, ne? Ja, interessante Frage. Das würde ich mal gerne wissen. Ich habe schon viel so gelesen, so kreuz und quer, aber sowas habe ich noch nirgends was gefunden. Ich rufe alle Frauen auf, die das können, sich bei mir zu melden, damit wir uns hier darüber unterhalten. Roland, du sagtest du aber gerade, du kannst es jetzt nicht mehr. Warum nicht mehr? Ich will mal sagen, ich habe es vor kurzem mal probiert. Ich habe jetzt so einen kleinen Bauchansatz. Mhm. Ich habe es aber nur halbherzig probiert. Ich meine, wenn ich es mal so richtig noch mal probieren würde, ich weiß es nicht, ob ich es schaffen würde. Ne? Ja. Aber die Bauchdecke müsste ja möglichst glatt sein, ne? Und so weiter. Man muss dann ja auch die Luft anhalten und so weiter. Ne? Das ist alles nicht so ohne weiteres. Ne? Das ist dann also schon Leute eher aus dem Zirkus, die können das gut. Ne? Eher unbequem. Eine geniale Variante der Selbstbefriedigung hatten wir noch nie hier im Talkradio. Ja, das wollte ich nämlich gerade gefragt haben zuerst, ob sowas schon mal vorgekommen ist. Nee, noch nie. Aber ich habe mir persönlich privat schon oft Gedanken darüber gemacht. Ja. Aber es hat hier noch niemand thematisiert. Ja. Roland, danke für deinen Anruf. Bitte. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, zwischendurch mal ein Hinweis. Ich werde gleich nach der kurzen Pause um 13:30
auf sehr, sehr vielfachen Wunsch nochmal zwei Adressen durchgeben. Und zwar einmal die Adresse oder Telefonnummer der Christoph Dornier Stiftung in Sachen Angsttherapie und eine Adresse in Sachen Krankheit Morbus Bechterew. Die, die es betrifft, werden Sie jetzt auch schon verstanden haben. Morbus Bechterew. Da sage ich kurz noch zwei, eine Kontaktadresse und Telefonnummer. Jetzt machen wir weiter mit Olaf und der ist 27. Ja, hallo Domian. Olaf. Guten Morgen erstmal und schönen Gruß auch an deine Crew. Danke. Haben die alle mitgehört? Prima. Dein Thema? Mein Thema ist eigentlich, ja, wie vor zwei Tagen, Kurden, PKK, Krawalle. Und zwar geht es darum, wir haben hier in Kiel, ich rufe aus Kiel an, morgen eine Kurden-Demo, wo also auch die PKK schon plakatiert hat teilweise und diese auch zugelassen. Mhm. Ganz im Gegensatz zu Hamburg, wo man sie ja jetzt kurzfristig noch verboten hat. Mhm. Und es ist so, dass hier in Kiel also die Geschäftsleute Panik schieben, weil die Demo geht mitten durch die City. Das heißt also, und diese Demo verbietet man nicht? Nee, die meinen also, hier wäre die ganzen Jahre über nichts passiert, wenn die Kurden demonstriert hätten und man hätte keine Angst, die Polizei hätte sich darauf vorbereitet und die wollen jetzt durchmarschieren und die Kurden haben also, beziehungsweise die PKK hat also teilweise da plakatiert über, da hier ja auch Wahlkampf ist, also über offizielle Wahlkampfplakate der Altparteien und Neuparteien, also einfach rübergeklebt und haben dazu, also auch schon im Grunde genommen zu Gewalt aufgerufen. Bist du auch Geschäftsmann? Ich bin kein Geschäftsmann, aber meine Eltern haben ein renommiertes Autohaus und die wollen jetzt also die Fahrzeuge natürlich auch möglichst vom Hof kriegen und irgendwie in Sicherheit bringen, weil das die Schäden zahlt keiner. Darüber muss man sich einfach mal im Klaren sein. Das zahlt keine Versicherung. Ja. Jeder zahlt den Schaden selbst. Ob das körperliche Schäden sind, beziehungsweise irgendwelche anderen Schäden, sofern die Krankenkassen da nicht einspringen. Wenn jemand selbstversichert ist, sieht das nämlich dann schon wieder ganz anders. Also wenn dieser Mob einem das Auto demoliert, dann muss man das selbst genauso ist es. Finanzieren. Ja. Richtig. Und ich denke, dieses Kurden- bzw. PKK-Problem ist nur ein Teil der Gesamtproblematik in der BRD. Nämlich die allgemeine Verrohung der Gesellschaft und der daraus resultierenden enorm gestiegenen Gesamtkriminalität von Deutschen und Ausländern. Ja. Wobei die hier lebenden Ausländer sowieso überproportional an der Schwerkriminalität beteiligt sind. Mhm. Wie zum Beispiel im Drogenhandel, Prostitution oder Bandenkriminalität. Ich denke, da ist schon was dran, was du sagst. Nur diese Sache jetzt mit der PKK und den, ich sag es mal, den chaotischen Kurden. Ich bin ja nun wirklich ein heftiger und harter Gegner dieser Gruppierung. Mhm. Aber ich muss und will immer wieder sagen, wenn hier so das Wort Kurden fällt, es geht nicht um alle Kurden. Es geht eine Gruppe. Ich unterstelle es dir jetzt auch nicht. Ich sage es nur nochmal, damit es ganz klar ist. Es geht nur um diese Hardcore-Gruppe. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein Sonderfall. Das ist so knallhart, was da jetzt im Moment abgeht. Mein Gott, es ist aber nicht so, dass es jetzt einfach nur ein PKK-Problem ist oder beziehungsweise ein Auszug der PKK, weil es sind ja nicht alle PKK-Mitglieder. Also ich meine, der Prozess in Hamburg, der jetzt gerade läuft mit den beiden Frauen, gegen die, zwei Frauen und einen Mann, da sind ja gegen Aussteiger der PKK Mordanschläge beziehungsweise Morddrohungen ausgesprochen worden. Und ich bin einfach der Meinung, dass es ein allgemeines Problem bei uns ist. Also diese allgemeine Verrohung unserer Gesellschaft. Wir müssen uns doch alle die Frage stellen, ob wir uns diesen Luxus noch leisten sollten, beziehungsweise noch leisten können. Ja, was resultiert daraus? Wie würdest du dich jetzt als Politiker verhalten? Oder welche Forderungen hast du an die Politik? Ja, ich meine, es ist ja zum Beispiel so, dass wir auch schon, das fängt doch schon an mit unseren deutschen Straftätern. Ich meine, da müssen wir doch im Grunde genommen schon anfangen. Wir können nicht irgendwelche Hotels aufbauen mit 50 Meter Schwimmhallen da drin und nur vom Feinsten und nur vom Schönsten. Wir müssen wieder einen richtigen Strafvollzug haben, so dass es auch abschreckt. Ich kann nicht. Also du meinst, der Strafvollzug ist zu lasch in Deutschland? Ja, richtig. Richtig, also viel zu lösch, meiner Meinung nach viel zu lösch. Ich meine, die lachen sich doch im Grunde genommen, nicht alle, aber viele lachen sich doch ins Fäustchen. Darüber muss man sich doch im Klaren sein. Wenn der kleine Mann von der Straße, sage ich einfach mal, der kommt ins Gefängnis und der bleibt da auch drin. Olaf, jetzt will ich mal was sagen. In Sachen PKK bin ich vollkommen deiner Meinung und ich bin für alle Härte, die das Gesetz hergibt und bin auch natürlich mit Einschränkung, was die Menschenrechtssituation in der Türkei angeht, für eine Abschiebung. Aber was unsere Knäste betrifft, was meinst du, wie viel Post ich von Knackis bekomme?
Ich glaube nicht, dass der Strafvollzug in Deutschland zu lasch ist. Er ist nur nicht richtig, weil man in den Knästen schon damit beginnen muss, die Leute zu sozialisieren. Und das passiert eben nicht. Damit eben nicht in den Knästen neue Verbrecher herangezüchtet werden für die Zeit von übermorgen. Ja, das ist es doch. Und die kriegst du nicht, indem du sie in Folterkammern... Nein, um Himmels Willen, so weit will ich doch gar nicht gehen. Niemals. Also nicht, dass ich da missverstanden werde. Also ich möchte keine Folter oder sonst irgendetwas. Nur ich bin der Meinung, dass Strafvollzug sein muss. Ich kann nicht eine Schwimmhalle da reinpacken mit einer 50-Meter-Bahn. Warst du schon mal in einem Knast? Also ich war in keinem Knast. Ich habe also 7 Tage Bunker beim Bund hinter mir. Mhm. Ja? Und 7 Tage Bunker beim Bund ist wahrscheinlich also um ein Vielfaches schlimmer als der Strafvollzug in den Gefängnissen. Ich meine, wer einmal einen Bunker gesehen hat, einen richtigen Bunker gesehen hat, der wird das auch nachvollziehen können. Ja, da ist eine Pritsche, da geht die Tür nicht auf, da geht die Tür nicht zu, da ist das Klobecken, da ist keine Trennwand drinne, nichts, ja, da ist keine Dusche, gar nichts. Also Olaf, so. Die Knäste, die ich kenne, hier im Köln-Bonner Raum, die sind nun wirklich alles andere als Hotels mit Schwimmhallen. Naja gut, okay, aber ich meine, der Strafvollzug, ich meine, wenn ich das teilweise sehe, jetzt was da neu gebaut worden ist, da ist eine 50 Meter Schwimmbahn drin, ich habe Bilder im Fernsehen gesehen, da habe ich gedacht, das ist wirklich ein Sporthotel. Im ersten Moment, ich habe den Bericht nur im Fernsehen gesehen, ich hatte keinen Ton an und habe gedacht, Mensch, das sieht toll aus, das ist irre, und schalte den Ton an und stelle fest, das ist das neue Gefängnis. Olaf, ich hatte jetzt noch eine Frage. Zum Ausgang, zum bezüglich des Beginns des Gespräches. Würdest du jetzt an die, ich weiß gar nicht, wer jetzt, ja, das Innenministerium in Schleswig-Holstein, die klare Forderung stellen, dass diese Demonstration verboten wird? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das auch mit aller Härte dort, wenn was passiert, durchgegriffen wird. Weil, ich meine, wie ich auch zu Anfang sagte, die Gesamtkriminalität ist ja alleine schon gestiegen. Und ich meine, man muss auch eins noch dazu sagen, zu der PKK-Geschichte jetzt. Wir reden hier alle von PKK und Kurden. Es ist doch Fakt gewesen, es waren ja noch nicht mal Leute, die hier aus Deutschland kamen. Der überwiegende Teil ist über die Grenzen nach Deutschland eingereist. Niederlanden. Richtig, darüber, das soll man auch berücksichtigen. Und Olaf. Das ist doch, ich meine, da muss schon was geschehen, an den Grenzen. Danke für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt geht's weiter mit Typhoon 24. Ja, grüß dich, Olaf. Nee. Entschuldigung. Das ist ein männlicher Name, Typhoon. Ich wollte bezüglich auf die Kurdenproblem reden. Ja. Ich bin der Meinung, dass man mit Verboten also nicht viel erreichen kann. Aha. Also du meinst, man kann mit Erlaubnis mehr erreichen? Richtig. Also du bist gegen das Verbot der PKK? Richtig. Warum? Weil wir sehen es, was es wirklich dadurch passiert, seitdem dieses Organ so verboten ist, dass wirklich nur schlimm, also die Sache schlimmer geworden ist und nicht besser. Und ich bin deshalb dafür, dass das wieder legalisiert werden soll. Und ich glaube, dass dadurch auch die Sache etwas oder mehr oder weniger gewaltlos bleiben wird. Ich glaube das nicht. Das ist eine linksextremistische Terrororganisation. Ja, das weiß ich gar nicht. Lies es doch nach. Es ist eine Organisation, die mordet und die brandschatzt. Bezüglich auf die Medien, also auf die Berichte, die Medien berichten, klar. Daraus kann man nur verstehen, dass das wird als Terrororganisation dargestellt. Na, hör mal, wenn ich mir anhöre, was dieser Chef der Kurdenpartei PKK ständig von sich gibt, er wird ja auch der Kurden Stalin genannt, weiß ich nicht, was da demokratisch dran ist oder wieso ich deshalb sagen sollte, man darf diese Leute nicht verbieten oder mit denen normal reden. Aber ich glaube, die Kurden, die sind nun mal da. Ich glaube, sie sind auch 100.000 in Deutschland insgesamt. Und damit sind auch das Problem, dass Kurden da. Und mit Verboten, mit Sachen, also was du zum Beispiel letztes Mal vorgestern sagtest, dass man diese Leute so verschieben soll, in Gefängnis stecken soll und dies und jenes. Ich glaube, damit wird man das Problem nicht lösen, überhaupt nicht. Was soll man denn machen? Weißt du, wenn du jetzt so argumentierst, dann kann ich genauso bei Rechtsextremisten argumentieren und sage, dass irgendwelche Nazi-Parteien nicht verboten werden sollten. Und ich bin sehr froh, dass sie verboten sind. Ich glaube, dass man da gar nicht vergleichen kann. Warum nicht? Nee, das glaube ich nicht, weil PKK, oder was heißt PKK, ich würde einfach sagen, das Kurdenproblem. Also PKK ist, finde ich, ein anderes Problem. Außer das Anzahl des Kurdenproblems. Da sind zwei Unterschiede, finde ich. Das sehe ich auch so, ja. Aber
jetzt, was hier momentan in Deutschland passiert, das betrifft nicht nur PKK, meine Meinung, das betrifft das alle Kurden. Das ist das Schlimme, dass das, was die PKK anrichtet, sich gegen die kurdische Idee richtet. Ich bin ja auch sehr dafür, dass die Kurden einen eigenen Staat bekommen. Und ich bin sehr gegen die Türken, was die Türken mit den Kurden machen. Aber es geht nicht auf dem Wege der Gewalt und schon gar nicht auf dem Wege der Gewalt in einem fremden Land, wo man zu Gast ist. Ja, genau, das ist das Problem. Warum? Bist du, darf ich dich mal fragen, bist du Kurde? Ja, ich bin Kurde. Das, und bist du Sympathisant der PKK? Nein, ehrlich gesagt nein. Wenn ich wäre, hätte ich das auch zugegeben. Ich bin das nicht. Mhm. Ich habe auch damit eigentlich fast gar nichts zu tun. Mhm. Nur, ehrlich gesagt... Aber wenn du nicht mit denen sympathisierst, kriegst du denn nicht als Kurde auch eine absolute Wut, dass die eure Idee so in Misskredit bringen durch diese Aktionen? Das kann ich verstehen, ja. Es gibt in der deutschen Bevölkerung, das habe ich vor 2 Tagen auch gesagt, bisher eine ganz große Sympathie für die Kurden. Aber durch diese Aktionen wird das peu à peu kaputt gemacht. Irgendwann sagen die Leute, ich kann es nicht mehr hören. Weißt du? Man muss sich jetzt mal fragen, warum? Warum gerade hier in Deutschland stattgefunden hat? Warum es wirklich, obwohl es vor Jahren Demonstrationen von Seiten der PKK gegeben hat, obwohl dieses Organ ja auch legal war. Mhm. Und danach, nachdem es verboten worden ist, dass es so viele Ausreißungen gegeben hat, dass es so viele Gewalttaten gegeben hat. Und gerade hier in Deutschland, ich glaube, da muss man sich fragen, warum gerade hier? Du sprichst natürlich jetzt an und da rennst du bei mir offene Türen ein, was die Waffenlieferungen der Deutschen an die Türken geht. Richtig, nicht nur. Das verurteile ich auch, aber das hat in diesem Fall nichts miteinander zu tun. Das eine ist genauso zu verurteilen wie das andere. Ja, das glaube ich doch. Das glaube ich doch, dass das viel damit zu tun hat. Da sind aber ich billige es nicht. Ich will es nicht billigen. Also muss erst mal wissen, dass das die Leute, die wirklich solche Sachen veranstalten, da sind Menschen, die meistens von Ausland kommen. Mhm. Und da sind Menschen, die meistens auf diese Probleme, oder sei im Irak, sei in Türkei oder irgendwo anders, ihre Familienmitglieder oder ihre Vater, ihre Mutter verloren haben. Mhm. Die wahrscheinlich nichts anderes besitzen als ihre eigene Leib und Seele. Mhm. Und die sagen, wenn ihr irgendwelche Waffen an die Türkei oder an Irak liefert, die dadurch unsere Kinder ermorden, dann lasst uns wenigstens hier irgendwie demonstrieren. Dagegen wenigstens demonstrieren. Dann sollen sie friedlich demonstrieren. Das haben die ja auch versucht. Diese Demonstration war auch legal, war auch eigentlich erlaubt. Aber das würde auch 2 Tage... Also später verbieten wir das. Die Demonstration in Dortmund war nicht erlaubt. Und wenn sie nicht mehr erlaubt ist, dann ist sie eben nicht erlaubt. Sie sind immer unsere Gesetze. Jürgen, die war erlaubt. Die war erlaubt eine Woche. Eine Woche vor der Demonstration. Stand, da wurde es wieder zum Gelsenkirchen Verwaltungsgericht wieder verboten. Ja, okay. Dann muss man sich aber auch daran halten. So sind nun mal unsere Spielregeln hier in diesem Staat. Da müssen sich Deutsche auch dran halten. Ja. Hast du denn, wenn du das alles so mitkriegst und die Bilder im Fernsehen siehst, habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du in irgendeiner Form doch damit sympathisierst, was die machen? Ich sag mal so, ich finde das war nicht gut, aber ich finde das wirklich ehrlich gesagt nicht so schlecht, was sie da tun, weil es geht ja nichts anderes. Natürlich geht es anders. Nein, also. Wie soll das denn anders gehen? Weil es ist ja immer gewesen, seit Generationen, seit Jahren sind wir Kurden wirklich nie gehört worden. Man hat einfach uns nicht an uns kein Interesse gewendet. Ja, aber so funktioniert es hundertprozentig auch nicht. Was soll das bewirken? Es gibt eine extreme Gegenstimmung im Moment in Deutschland gegen die Kurden. Und es gibt, die Rechten schlachten es doch im Moment schon aus. Und die fallen natürlich in die Stammtische herein quasi. Und es wird vielleicht sogar eine Kurden- und Ausländerhetze wieder geben. Das ist vollkommen kontraproduktiv, was da abgeht. Einmal jetzt mal so rein strategisch gesehen, abgesehen davon, dass ich es einfach unmöglich finde, weil man sich an die Gesetze nicht hält. Ich sehe das als Schrei nach Hilfe wirklich. Und für mich ist das ganz eindeutig. Das ist wirklich ein Appell, nicht nur an alle Politiker, wirklich an alle, vor allem europäische Politiker, dass wirklich das Problem endlich auf den Tisch gebracht werden muss und behandelt werden muss. Es kann nicht immer wirklich in den Hintergrund gestellt werden. So argumentieren natürlich alle Terroristen. Es ist Schrei nach Hilfe angeblich. Aber ich merke schon, dass wir da ganz anderer Auffassung sind. Ja. Du hast natürlich auch einen anderen biografischen Hintergrund, den ich auch sehr respektiere. Aber ich kenne auch eine ganze Menge Kurden, die sich sehr distanzieren von diesen Sachen. Es gibt genügend friedliche, demokratische Vereinigungen der Kurden, die sagen, das genau wollen wir nicht. Okay, wir sind anderer Auffassung. So ist es nun mal. Taifun, danke für deinen Anruf. Bitte gern. Ciao. Tschüss. Jetzt machen wir eine kurze Pause.
So ihr Lieben, weiter geht's. Talkradio-Zeit heute Nacht wieder im WDR Fernsehen und bei 1 Live. Offene Sendung, das heißt, ihr könnt mit all euren Themen hier bei mir anrufen. Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier in der Sendung live zu unterhalten? 0130 29 11. Und jetzt, wie angekündigt, die Adresse bzw. Telefonnummer nochmal der Dornier-Stiftung in Sachen Angsttherapie. Das ist die Nummer 0251, das ist, glaube ich, Münster, ja. Und dann 4810400. Nochmal. 0251 4810400. Dann haben wir auch sehr viele Anfragen bekommen in Sachen Brüggemann-Institut Aachen. Da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Da haben wir auch keine näheren Informationen. Aber wir haben nähere Informationen. Ich hatte ja vorige Woche in der Sendung Matthias. Und Matthias hat von einer für ihn sehr erfolgreichen Operation gesprochen, einer Aufrichtungsoperation. Und zwar leidet oder litt er unter Morbus Bechterew. Und es gab sehr viele Anfragen, wo denn nun diese Klinik ist, die das gemacht hat und welcher Arzt das gemacht hat. Der Matthias hat sich operieren lassen in der Werner Wicker Klinik, wie Wick, W-I-C-K-E-R, Wicker Klinik, in Bad Wildungen, Bad Wildungen-Reinhardtshausen. Also Werner Wicker Klinik, Bad Wildungen-Reinhardtshausen, und der Arzt, den der Matthias so sehr gelobt hat und dem er so viel zu verdanken hat, das ist der Dr. Matthias Metz. Dr. Metz Stafenhagen, nicht Matthias, Dr. Metz, Doppelname Metz Stafenhagen. Also Werner Wicker Klinik, Bad Wildungen, Reinhardtshausen, Dr. Metz Stafenhagen. Und die Telefonnummer von dieser Klinik ist 05621 8030. Ich wiederhole nochmal, 05621 8030. Das ist eine Information für alle Leute, die Morbus Bechterew krank sind. So, jetzt gibt es heute keine Postecke, aber ich habe einen Brief. Einen ganz tollen, sensationellen Brief, hier, den ich euch gerne vorlesen will, zumindest ein Stück daraus. Und zwar kommt er von Inge Böhnisch aus Krefeld. Und die Inge schreibt: Lieber Jürgen, du erinnerst dich vielleicht vage an die Sendung in der Nacht vom 6. September 1995. In dieser Sendung äußerte auch ich mich über Männer ab 50, die ihren Verstand unterhalb der Gürtellinie angesiedelt haben sollten. Und obwohl die Inge sehr vom Leder gezogen hat, in Sachen Männer gab es eine ganze Menge Männer, die gerne mit der Inge Kontakt haben wollten. Und jetzt schreibt die Inge weiter: Du sandtest mir dann damals unter anderem eine Zuschrift von einem Herrn, der auch im Briefkopf hier, den ich hier vor mir liegen habe, in der Hand habe, der hier auch im Briefkopf erwähnt wird. Und jetzt wirst du vom Hocker fallen. Eben dieser Herr und ich werden am 20. März, das war also gestern, um 11 Uhr in Krefeld heiraten. Somit betrachten wir dich als Heiratsvermittler. Das ist natürlich grandios. Das ist die erste Ehe, die jetzt durch das Talkradio entstanden ist. Leider haben wir den Brief erst heute bekommen. Das heißt, ich werde alles dran setzen, mit der Inge und dem Günther, Günther Wiethaus heißt er, auch nochmal persönlich hier in der Sendung zu reden. Das werden wir schon irgendwie organisieren. Auf jeden Fall jetzt von uns allen und wahrscheinlich vom gesamten Publikum euch, wenn ihr jetzt zuschaut, alles, alles Gute und viel Glück, aber wir reden nochmal. Jetzt geht's weiter mit der Elke und die ist 59 Jahre. Hallo Elke. Ja, hallo. Ich grüße dich herzlich. Dein Thema. Erstmal muss ich sagen, deine Sendung macht mich süchtig. So. Seit ich das erste Mal geguckt habe, irgendjemand erzählte davon, habe ich es halt mal probiert. Ja. Werde ich pünktlich kurz vor Beginn der Sendung wach, wenn ich mal nicht wach bleiben konnte, weil ich zu müde bin. Also es ist ganz schlimm. Aber schön. Aber danke. Das ist natürlich nicht mein Thema. Ne? Ja. Mein Thema ist das Thema überhaupt, Liebe. Ja. Ich bin seit Dezember, übrigens Schütze wie du, ja. 59, also nicht mehr so ganz jung, deswegen passt das gestern auch das Thema. Und die Frage ist, darf sich so eine alte Frau noch mal richtig verlieben? Sicher, sagen die Leute dann, klar, gönnerhaft und bla bla bla. Jeder hat das Recht, auch in reiferen Jahren. All dieses Gerede, das kennt man ja, ne? Aber, obwohl ich bisher immer, wie es sich gehört, hetero geliebt habe,
habe ich mich vor einem halben Jahr ungefähr in eine 52-jährige Frau verliebt. Nein. Stimmt, nicht? Ach, toll. Toll, toll. Ich finde es toll. Ja, ich bin völlig von Socken. Ja, ich auch, immer noch. Du hattest vorher nie solche Ambitionen in dir? Naja, so ein bisschen Träume, so ein bisschen, was wäre, wenn, aber nie auch nur der geringste Versuch, es zu praktizieren oder so, gar nicht. Nicht ein ganz zufriedenstellendes, das heißt also nach dem Motto zwar selten, aber dafür umso langweiliger, ja, gelebt und dann plötzlich begegnet mir so ein Geschöpf. Jetzt durch hast du Bekannte im Urlaub haben wir uns kennengelernt. Ja. Und eine ganz normale und überhaupt nicht verfängliche Berührung. Und bei mir, also fast wie ein Orgasmus, so das Gefühl. Also ja. Wirklich. Ich habe das nie geglaubt, dass es sowas gibt, dass der Blitz einschlägt. Jetzt ist natürlich die als entscheidende Frage, ist sie in dich auch verliebt? Und wie? Und wie? Ich bin genauso überrascht, dass es so etwas gibt, weil sie das auch nicht kannte. Das ist ja irre. Das ist also ja dann, nachdem ich merkte, was mit mir passiert ist, dann hat sich das eigentlich ganz normal entwickelt, wie jeder Flirt. Ja. Lange Gespräche, zufällige Berührungen, so ganz aus Versehen und dann mal ein bisschen Händchen halten. Also das, wie sich sowas eben einfach normalerweise entwickelt, also überhaupt nicht anders. Seid ihr beiden jetzt in einer richtigen Beziehung? Ja. Mit allem drum und dran? Mit allem drum und dran. Jetzt erzähl mir mal, wie das war für dich, als du das erste Mal mit einer Frau geschlafen hast. Wahnsinn. 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 Also ich habe festgestellt, das können Männer einem überhaupt gar nicht geben. Eine Frau weiß halt einfach, wo sie anpacken soll. Richtig, ja. Genau. Das einzige Problem ist nur, dass wir sehr weit auseinander wohnen, so gute 600 Kilometer. Mhm. Und mit Outen ist auch nichts. Sie lebt in einem kleinen, sehr konservativen Dorf in Süddeutschland. Mhm. Und ich in einem nicht weniger konservativen Ort in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und wie ist es mit der Familie? Hast du Kinder zum Beispiel? Ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder. Sie hat Kinder und so. Also mit Outen ist nichts, aber wir sind halt zwei ältere Damen, die miteinander befreundet genau, sind, wenn wir uns besuchen. Das ist ja in unserer Gesellschaft auch legitim, sowas. Und ne? Was hinter den Schlafzimmertüren sich abspielt, das geht ja die anderen Leute nichts an. Mensch, ist das eine tolle Geschichte. Also ich bin einfach so erfüllt von dieser Erfahrung. Ja. Das ist Wahnsinn. Also, würdest du jetzt so weit gehen, dass das deine bisher tollste Liebeserfahrung ja, ist? Absolut. Irre. Absolut. Vielleicht natürlich auch so mit dem Hintergrundgefühl, ich bin nicht mehr so ganz jung, so allzu viel wird mir nicht begegnen mehr. Mhm. Nicht? Das ist klar, das hat man wahrscheinlich immer mal. Aber es ist auch so anders und so viel intensiver und so viel schöner. Also, ich meine, ihr habt ja nur wirklich das super große Glück, dass ihr jetzt beide euch dann so gefunden habt. Das beide hätte, ne? Neulinge. Ja, sind, es hätte auch sein können, dass du da auf eine Frau triffst, die mit solchen Sachen nichts am Hut hat. Ne? Das wäre dann sehr traurig und tragisch gewesen. Doch, absolut. Natürlich, diese Belastung der konservativen Erziehung, die ist bei ihr noch schlimmer als bei mir. Nun habe ich ja oft hier junge Leute in der Sendung, die über ihr Coming-out, Schwule oder auch Lesben reden. Und die erzählen eben von den sehr großen Problemen und Identitätskrisen. Habt ihr die nicht so gehabt? Also ich eigentlich gar nicht. Ich habe einfach nur mit allen Sinnen aufgenommen, dass ich, also ja, wie ein kleines Wunder. Mhm. Sie schon ein bisschen mehr, eben das ist auch durch das Umfeld. Sie ist lebt eben in einer Umgebung, wo das also absolut unmöglich ist. Nicht? Also wo aber auch andererseits keiner auf die Idee kommt, dass es sowas gibt. Ja. Ist ja das Gute, nicht? Kommt manchmal sehr spät. Ne? Ja, aber trotzdem, ich bin so durch und durch glücklich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wunderbar. Nur es ist halt viel zu wenig, dass man sich sieht und so. Aber trotzdem, vielleicht hält es sich und deswegen umso länger frisch. Ne? Wie hast du denn früher über Lesben gedacht? Sehr offen. Sehr offen. Ja, mhm. Absolut. Ich kenne einige, ich habe auch sehr sehr nette schwule Bekannte. Eine meiner nettesten Erfahrungen war früher, als ich mal eine unglückliche Liebe hinter mir hatte, habe ich einen schwulen Freund gehabt, mit dem ich ausging. Der war glücklich, dass er jemanden hatte zum Ausgehen, der nicht ins Bett wollte. Mhm. Also der ging so gern tanzen und ich auch und das war für uns also ideal. Also da bin ich überhaupt absolut offen. Ich mag sie alle und ich
gönne auch jedem das, was er schön findet und wie er es macht. Solange nicht Kinder betroffen sind und solange nicht einer etwas tun muss, was ihm nicht zusagt. Ja. Hast du denn, wenn du jetzt so dein Leben Revue passieren lässt, findest du das alles in Ordnung? Oh, hier fliegt eine Fluse von der Decke. Findest du das alles in Ordnung, wie es gelaufen ist? Oder ärgert dich doch manchmal so ein bisschen, dass du vielleicht nicht früher sowas gemacht hast? Nee, ich glaube... Es kam zur rechten Zeit jetzt. Ja, und ich kann mir im Moment, das liegt daran, dass man verliebt ist. Mhm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass mich eine andere Frau interessieren würde. Mhm. Ich empfinde mich nicht in dem Sinn als lesbisch, dass ich Frauen liebe, wie man das so nennt. Sondern deine Freundin jetzt, ne? Meine Freundin. Ja, ja. Und sicher, ich weiß nicht, wenn das mal vorbei sein sollte, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ob ich dann wieder eine Verbindung suchen würde, weiß ich nicht. Also wir hatten ja gestern das Thema Leben im Alter. Ja, ja. Und nun bist du bald 60 Jahre alt. Mhm. Dann ist dieses Jahr quasi, denke ich mir, wirklich wie ein Jungbrunnen. Ne? Absolut. Nochmal so ein ganz neuer Anfang und was ganz Tolles erleben, was man vorher noch nie erlebt hatte. Ganz neue Erfahrungen. Mhm. Sehr. Das ist schön, Elke. Wie heißt sie mit Vornamen? Möchte ich nicht sagen. Ich wollte ein seltener Name, vielleicht dann kommt dann doch einer ja, drauf. Ja, das hast du auch recht. Euch beiden viel, viel Glück. Danke. Tschüss, mach's gut. Ciao. Es war schön, mal drüber reden zu dürfen. Ja. Sonst kann man es ja nicht mit niemandem. Das ist übrigens, wollte ich gerade noch fragen, das läuft jetzt wirklich absolut nur zwischen euch beiden? Ja. Oder hast du noch ein paar Freunde? Nein. Auch du sagst, du hast Schule. Ich habe eine sehr gute Freundin, mit der könnte ich es andeutungsweise vielleicht, aber ich möchte es irgendwie nicht. Ja. Ich möchte es auch dann wieder für mich behalten. Also umso mehr ehrt es mich, dass du es mir erzählt hast. Mhm. Naja, da ist man ja doch anonym. Ja, trotz klar. Allem. Aber man muss es auch mal loswerden dürfen. Ja. Weil ich finde das wirklich wunderbar und sage es nicht nur als Floskel und denke, dass alle Leute, die so empfinden, das dann auch tun und wagen sollten. Weil es ist eine ganz große Bereicherung auch. Ist es auch. Einfach, ich sag schon, es ist für mich einfach ein Wunder. Ja. Sonst alles, was vorher war, war deswegen nicht weniger wert, aber es war nie so intensiv. Du sagst, es ist ein Wunder. Ich habe morgen das Thema unglaubliche Geschichten. Da passte das auch ganz gut rein, was du jetzt erzählt hast. Komischerweise, dieses mein Thema. Das hat schon so oft gepasst. Ja. Elke, alles Gute. Ja. Tschüss. Danke. Ciao. Und mach weiter so. Danke, die Sendung sehr. Ist toll. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, Domian. Jetzt geht's weiter mit der Conny. Ja, hallo. Guten Abend, Domian. 42 Jahre alt. Meine Liebe, was führt dich zu mir? Ja, ich habe leider nicht so eine ganz schöne Geschichte wie die Vorrednerin. Ich habe ein ganz aktuelles persönliches Problem und möchte dich um einen Rat bitten. Ich habe einen 18-jährigen Sohn, der ist gerade aus einer Privatschule geflogen. Ich versuche, ihn an eine öffentliche Schule jetzt zu kriegen. Mhm. Das Problem ist, er ist wegen Hasch geflogen und wenn das natürlich die neue Schule hört, hat er sehr wenig Chancen. Tatsache ist, dass mein Sohn, ich sage mal in Anführungsstriche, verführt, zumindest zum ersten Mal, mit Hasch in Kontakt kam durch die Tochter des Konrektors dieses Gymnasiums, der auch nicht ahnt, dass seine Tochter hascht. Jetzt meine Frage eigentlich, kann ich das anklingen lassen? Auf der einen Seite sieht es fast wie Erpressung aus, mache ich vielleicht die Mädchen große Schwierigkeiten, der Freundschaft zwischen den Mädchen und meinem Sohn. Auf der anderen Seite ist es vielleicht für meinen Sohn die letzten Chancen, Abitur zu machen. Er ist in der Klasse 12. Also Conny, ich muss noch mal fragen, dieses Mädel, das ist die Tochter von dem Direktor des... An der neuen Schule, wo mein Sohn sich jetzt bewirbt, aber ich noch nicht weiß... Wieso eigentlich muss das durchsickern, dass er von der alten deshalb geflogen ist? Weil der der Direktor der neuen Schule sagt, er wird sich bei der alten erkundigen. Bei der alten habe ich gefragt und die haben gesagt, wir werden es nicht verschweigen. Ich habe darum gebeten, doch vielleicht andere Disziplinschwierigkeiten oder sowas in den Vordergrund zu stellen, aber da sind sie nicht bereit so. Hat er denn in der Schule Haschisch geraucht? Nein, außerhalb der Schule, aber das... Deshalb kann man jemanden von der Schule werfen? Ist eine Privatschule gewesen. Ja. Und dann kann man das. Ja, aber eine öffentliche, glaube ich, hat damit überhaupt nichts am Hut, was die Leute privat machen, vor allen Dingen, wenn sie über 18 sind. Das ist nicht so. Ja. Also das ist ja an der Schule, da weiß ich, da gibt es also auch durch Umwege so eine schwarze Liste, da werden die Schüler beobachtet, die in Verdacht sind. Also es ist trotz allem Legalisierungsgerede heute an den Schulen, wenn sie wirklich erwischt werden, werden sie auch an den Öffentlichen noch geschmissen. Also in den Schulen ist mir das klar, aber wenn jemand das privat macht...
Ich glaube, das ist eine sehr diffizile rechtliche Frage. Mir leuchtet das nicht ein. Aber das ist ein anderes Thema. Dein Thema ist, ob du quasi die Karten da auf den Tisch legen sollst. Richtig. Ob ich das überhaupt ansprechen kann oder nicht, ist... Ja, meine Schwierigkeit ist einfach, wenn ich es nicht tue, kommt er vielleicht nicht an die Schule. Vielleicht, wenn ich es tue, was mir auch nicht ganz so behagt, aber dann ist es doch... Wie ist denn der Stand der Dinge der Bewerbung überhaupt? Also er hat sich jetzt beworben, gab es schon ein Vorstellungsgespräch? Ja, das Vorstellungsgespräch war bei dem Direktor mit meinem Sohn. Der Direktor hat dann mit mir noch gesprochen und sagte aber, es ist ganz klar, wenn jemand rausgeschmissen ist und so, muss er die alte Schulleitung fragen, warum. Und ich muss sagen, ich habe Hasch auch noch nicht erwähnt, ist noch gar nicht gefallen, er hat auch nicht gefragt, aber der alte Direktor hat ganz klar gesagt, wenn ich nach dem Grund gefragt werde, werde ich das nicht verschweigen. Und du hältst es für möglich, dass der neue Direktor da anruft und fragt? Er hat gesagt, dass er da anruft. Er hat noch nicht entschieden, ob er den Sohn nimmt, obwohl er mit ihm und mir gesprochen hat, vorbehaltlich des Gespräches mit dem der alten Schule. Also ich würde jetzt mal so aus dem Lameng heraus nochmal ein Gespräch suchen mit diesem Direktor und da selbst gleich ganz offen sagen, was da vorgefallen ist. Warum? Nur hat die eigene Tochter, wie gesagt, die mit meinem Sohn befreundet ist, die hat von vornherein gesagt, du kannst alles sagen, nur erwähnen hast nicht, dann hast du keine Chancen. Oh, das ist aber ein Problem. Ja, deswegen habe ich auch, ich habe erst auch gedacht, auch heute doch sehr liberal, wenn man sagt, dass der Junge es gelegentlich probiert hat und so. Aber die Tochter hat ganz rigoros gesagt, das nicht erwähnen. Das heißt, du würdest natürlich die Tochter unglaublich reinreiten, wenn du das da sagen würdest. Die dann natürlich unter Umständen auf meinen Sohn sauer ist. Warum hat es der Mutter erzählt, da die Freundschaften gefährden? Natürlich hätte mein Sohn dann an der neuen Schule auch einen schweren Stand. Spontan würde ich natürlich sagen, halt den Mund und reite das Mädchen nicht rein und versuche es auf anderen wegen deinen Sohn in diese Schule zu bringen. Deswegen sagte ich gerade, gut wäre es, wenn doch offen, das heißt du unter vier Augen mit dem Direktor mal über das Problem reden würdest, ohne jetzt die Tochter zu erwähnen. Ja, ja, diese Idee hatte ich schon. Aber und dann kann man ja immer noch weiter gucken. Da sagt die Tochter eben zu, das ist sinnlos. Wenn der das hört, wird er nicht nehmen. Na gut, er hört es ja sowieso, wenn er da anruft, bei dem anderen Direktor. Das ist richtig. Ne? Deswegen finde ich immer, wenn man da gleich dann offensiv wird, und sagt, so und so war das. Ich als Mutter sehe das, bewerte das so und so. Mein Sohn wird das in ihrer Schule nicht machen und er hat die und die Auffassung dazu und so weiter. Und dann würde ich den nächsten Schritt erstmal überlegen. Nicht jetzt gleich anschwärzen. Habe ich kein gutes Gefühl bei. Ja, ich auch nicht. Deswegen nur habe ich auf der anderen Seite so große Angst, dass er eben dann nicht mehr genommen wird an einem Gymnasium. Er könnte kein Abitur mehr machen. Hätte sich dadurch solche Dummheiten dann irgendwo das Leben kaputt gemacht. Das ist die Angst, die auf der anderen Seite steht. Conny, versuch doch nochmal ein Gespräch mit dem Direktor zu arrangieren. Und geh da forsch und offensiv ran. Und erkundige dich doch mal vorher, das weiß ich gar nicht, ob man deshalb die Aufnahme verweigern kann. Das habe ich keine Ahnung. Das habe ich eigentlich aus dem Gespräch mit dem Direktor schon geschlossen, weil er sagte, so, ich habe halt Disziplinschwierigkeiten und sowas. Wenn es nur das ist und nichts Dickeres dahinter steht, dann nehme ich ihn. Aber das heißt, im Umkehrschluss, wenn was Dickeres dahinter steht, nimmt er nicht. Ja, aber da steht ja nichts Dickeres hinter. Und da musst du ihn eben von überzeugen, dass das vielleicht einmal mal so passiert ist. Und das war es dann auch mal im jugendlichen Leichtsinn. Kann man ja dann mal so verpacken. Ja, nur der andere Direktor schildert es anders. Der sieht es in meinen Augen auch ein bisschen... Okay, deswegen musst du initiativ werden und musst dafür deinen Sohn was kämpfen und reden. So würde ich es machen, so würde ich es angehen. Gut. Meld dich nochmal bei uns, interessiert mich. Ich bedanke mich. Ja, okay. Tschüss, okay. Conny. Schönen Ciao. Abend noch. Jo. Ciao. Tschüss, Domian. Yvonne, 19 Jahre. Ja, Yvonne. Hallo. Also, ich habe ein Problem mit meinem Freund. Und zwar, der lügt mich von vorn bis hinten nur an. Der lügt dich nur an? Ja, und zwar in jeder Beziehung, als ob es jetzt privat ist oder jetzt, sagen wir mal so, jetzt ganz, ich finde kein Wort dafür, geschäftlich. Also so, wir leben zusammen in einer Wohnung und ich zahle alles, ich glaube auch alles auf meinem Namen. Und er sollte mir eigentlich im Monat 700 Mark abgeben für Telefonrechnung, Strom, Essen und Miete. Ja. Naja, und er sagt, er arbeitet in Schwarz. Hoffentlich hört das jetzt keiner. Jedenfalls, er arbeitet schwarz und hat, wie soll ich das sagen jetzt, sagt zu mir, er hat kein Geld. Aber er hat Geld. Ja, ich habe jetzt gehört von heute von einer Bekannten, also die, sagen wir mal so, für den
Chef von dieser Firma arbeitet, für die Tochter von dem ist, dass er diesen, also März jetzt 3.000 Mark gekriegt hat. Und dir gibt er keine 700 Mark ab? Ja, unter anderem. Also in der Beziehung lügt er mich auch an. Er sagt, er kriegt kein Geld oder sonstiges. Aber er lügt dich auch in privaten Dingen an? Ja. Ein Beispiel? Ja, zum Beispiel so ganz kleine Sachen. Er will zum Beispiel, dass ich, wenn er abends anruft, immer da bin. Mhm. Er gibt mir feste Zeiten oder sagt einen Zeitraum, dass ich auch wirklich da bin. So. Und ich darf auch nicht weggehen oder sonstiges. Und weil er auf Montage ist, so mhm. halt. Mhm. Aber wenn ich jetzt, ich bin Stewardess auf dem Zug, mhm. wenn ich jetzt unterwegs bin und ich sage, und ich weiß, er ist zu Hause mal von Montage, und ich sage, ich rufe an, ist er nie da. Und wenn ich dann so 7-8 Mal die ganze Nacht so halb versuche und ich frage ihn dann, ja, wo warst du denn? Mhm. Du hattest ja versprochen, zu Hause zu sein. Ja, dann ist er auch, dann sagt er immer, ja, also bis um 11 bei seiner Mutter. Und sage ich, ach so, und sage ihm, ja, ich glaube so ungefähr. Aber das stimmt nicht. Ja, ich habe dann meistens bis um 12:30 oder 1 angerufen und er war immer noch nicht da. Das hört sich für mich so an, als wäre da nur wirklich gravierend in der Beziehung einiges faul. Ja, es kann so sein, weil... Der kann dich doch A nicht so behandeln, dass du da nach seiner Pfeife immer tanzt. Und zum anderen, wenn nur Belügerei stattfindet in so einer Beziehung, stimmt's doch hinten und vorne nicht. Ja, das kann man so sagen, weil ich glaube jetzt in letzter Zeit, ich habe heute sehr darüber nachgedacht, auch in den letzten Tagen, dass das nur eine reine Abhängigkeit zwischen uns ist. Ja, dass der vielleicht eine Ausnutzerei vielleicht auch. Na, ich weiß nicht, ich traue es ihm nicht zu, weil ich liebe ihn ja noch und ich hoffe, ich habe zwar kein Vertrauen mehr zu ihm. Aber finanziell nutzt er dich aus, ne? Ja, sicher. Ja. Ich schätze das mal auch, weil ich komme aus Berlin, ja. Und ich bin vor einem Jahr mit ihm hier runtergezogen nach Dortmund. Mhm. Und ich habe alles unten aufgegeben, bin hier runtergezogen, weil er meinte, das ist besser für ihn. Er hat so viele Freunde hier unten, er hatte gar keine und auch finanziell wäre es für ihn besser, aber er hat also Schulden. Du hast ihm den Gefallen getan, mit hier runterzuziehen? Ja. Mhm. Das hast du auch getan? Ja, ich habe alles aufgegeben. Du tust eigentlich alles für den, ne? Ja, damals habe ich es getan und ich... Und er tut für dich überhaupt nichts? Ja, ich hatte ihm letztens gebeten, wo ich mit ihm zusammengezogen bin, hatte ich so mitgekriegt, dass er Drogen nimmt, er kifft und so. Mhm. Hatte ich ihn gebeten, dass er es aufgibt. Ja, er gibt es auf und so, ne? Und letztens verspricht er sich so, er verspricht sich öfters, mhm. hat sich, verspricht er sich so, dass er letztes Mal Dezember genommen hat, gekifft hat. Und er hat zu mir gesagt, er hat seit Juni nicht mehr gekifft. So, dann kommen so eine Sachen und heute habe ich von einer Bekannten erfahren, er war jetzt am Wochenende 5 Tage da, und ich war in Mailand, mhm. und da hat sie heute zu mir gesagt, ja, sie hat ihn vor 2 Tagen, also er ist gestern Nacht gefahren, vor 2 Tagen gesehen, wie er gekifft hat und so, ne? Also Yvonne, ich glaube, du musst da nur wirklich sehr, sehr, sehr heftig mal auf den Tisch schlagen. Ja, es nutzt doch nichts. Ich habe vor 2 Tagen auch mit ihm gesprochen. Dann musst du halt sagen, dass ihr zum Beispiel auch vielleicht nicht mehr zusammen wohnen solltet. Dann ist die Beziehung kaputt und ich glaube, dann wird der Boden zerstört sein. Und dann, ich weiß es nicht, weil er... Ja, aber was ist das für eine Basis? Du erzählst nur kritische, negative Sachen. Ja, ich weiß auch nicht. Also was ist da noch Gutes daran? Du sagst, irgendwie liebe ich den noch. Wie lange seid ihr zusammen? Na, wir kennen uns jetzt 1,5 Jahre. Ja, ist ja auch noch nicht so lange. Für mich ist das schon sehr lange. Ich habe immerhin sehr viel aufgegeben und entweder... Ja, wie lange wohnt ihr zusammen? Ein Jahr jetzt. Also es kommt auf den 20. April, mhm. genau ein Jahr. Ja, aber es stimmt hinten und vorne nicht. Ja, ich habe das Gefühl, dass... weil ich hatte letztens zu ihm gesagt, ja, Andreas, ich denke jetzt Tage nur über uns nach. Ich weiß nicht mehr, ob ich dich liebe, weil finanziell sonstiges, du liebst mich nur an, du willst mich immer 1000 Mal vom Zug abholen, dann verschläfst du oder vergisst es. Ich glaube, das ist eine reine Abhängigkeit zwischen uns, habe ich ihm dann gesagt. Und dann meinte er zu mir, ja, das glaube ich auch. Mhm. Weil ich bin erst runtergezogen, ich kenne niemanden nach einem Jahr Dortmund, niemanden hier. Yvonne, die Sendung ist jetzt gleich zu Ende. Ja, ich habe es mitgekriegt. Ich will jetzt nicht leichtfertig sagen, trenn dich von dem. Mhm. Aber ich sage mit vollem Bewusstsein, geh an deine Beziehung super kritisch dran und rechne damit, dass die Sache sich vielleicht auflöst. Du bist nicht der Hampelmann von diesem Jungen. Mhm. Und lass dir das alles nicht gefallen. Und eine Beziehung geht deshalb nicht kaputt, wenn man sagt, wir ziehen auseinander. Vielleicht versuchen wir es auf dem Wege mal.
Also musst da sehr kritisch rangehen. Und jetzt müssen wir Schluss machen. Und dafür wünsche ich dir viel, viel Kraft. Das wird ein hartes Brot werden. Ja, es wird sehr schwierig für mich. Ich habe Angst vor der Zukunft, vor dem Ungewissen. Meine Liebe, mach's gut. Tschüss. Okay, ich wünsche dir auch alles Gute. Freunde, morgen heißt das Thema ungewöhnliche Geschichten. Und ich werde euch fragen, gab es in eurem Leben schon mal sowas, wo ihr sagtet, das ist ja unglaublich, dass das passiert ist. Egal was jetzt. Ihr könnt uns erreichen ab 0 Uhr. In der Technik heute Hans-Jürgen Wilder, Mikrofon Jürgen Domian. Die Sendung beginnt um 1 Uhr im Radio und im Fernsehen. Und ich wünsche euch was und eine schöne Nacht und bis morgen. Bye, bye.